Mach schnell. Moin und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Gears of War 4 Beta auf der Xbox. Neben mir sitzt der Jan. Moin. Und ich bin der Andi. Und ihr schaut natürlich wie immer Core Gaming TV. Wir probieren jetzt gleich mal die Runde Dodgeball aus. Richtig. Wie auch immer das jetzt funktioniert, haben wir in der letzten Folge schon diskutiert. Jetzt gucken wir uns nochmal an, wie es in der Praxis dann aussieht. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Jo. Hast du denn auch schon auf Start gedrückt, damit es auch gleich losgeht? Ja, oben steht auch schon Loading Map. Ja, aber da steht gar keine Zeit. Was ist da los? Das sollten sie definitiv noch einfügen, weil das funktioniert übrigens bei Rainbow Six Siege nämlich auch so dermaßen geil. Die Zeit, die da hochgerechnet wird, die funktioniert eigentlich gar nicht. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Also für die, die es noch nicht wussten. Könnt ihr aber natürlich auch gerne nachgucken. Wir haben da so ein paar Videos auf unserem Kanal. Da sieht man das sehr gut, dass das nicht unbedingt immer passt von der Zeit. Am Controller sitzt übrigens ja Jan. Und ich glaube, die Runde hat sich schon erledigt, weil es steht 2-2 und man braucht, glaube ich, 3 zum Win. Und wir sind auch aus irgendeinem Grund gar keinem Team zugeteilt. Oder sehe ich das falsch? Nee, das ist so richtig, weil da taucht nirgendwo der Gamertag auf. Ja. Das ist natürlich ganz geil. Wissen die schon im Voraus, dass da einer liegt? Oder man ist so Ersatzspieler. Uff. Ja, können wir das wenigstens wegdrücken, dann können wir mal gucken, was die Pros hier machen. Ach guck mal, der spielt Monster. Können wir aus Monstersicht gucken. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist Beta. Und Beta ist offiziell dazu da, Fehler zu finden. Deswegen. Also, das sieht jetzt aber gerade auch nach Finale aus, oder? Oben links sind zumindest die Köpfe. Ja, das sieht sehr stark nach Finale aus. Auch wie die hier kuscheln? Ja, definitiv. Oh ja, ich nehme dich. Mm. Oh, von hinten einmal die Fleischpeitsche reingetrieben. Und dabei völlig in alle Zerfetzen geflogen. Scheint aber ein ganz gutes Spiel zu sein. Oh, jetzt ist 1, nur noch 5. One versus. Oh ja. Na, doch noch mal ein bisschen spannend. Jetzt reißt der alles raus, der letzte. Oh, zwei wieder. Einer ist neu gespawnt. Können wir auch auf die anderen Spieler gucken? Oh! Oh! Oh, jetzt wird's interessant. Ja, aber guck doch mal, das Prinzip ist so. Zwei. Also wenn einer einen abschießt, kommt ein anderer wieder rein. Ja, das stimmt. Oder kommt mir das nur so vor? Nee. Oh. 1v1 und Ende. Ich habe nicht verstanden, warum Ende ist. Ich habe auch nicht gesehen, ob da irgendwo eine Zeit war. Hab ja, jetzt aber nicht die, drauf geachtet. Die war irgendwie 19 Minuten oder so. Okay, alles klar. Also, so, jetzt können wir noch eine Map auswählen. Ja, nimm mal Harbor. Harbor? Ja, Harbor. Alles klar. Oh, richtig Mensch. XP gemacht. Ja, aber sowas. Krass, ey, krass. Da kommen wir richtig weit. Das ist so, sozusagen was auswählen, was wir für die nächste Runde kriegen, glaube ich. Denn das so, das habe ich nämlich vorhin schon gedacht. Also meinst du nicht, dass es ein Zusatz ist, den man als XP-Punkte dazu gewinnen könnte? Weil es steht ja auch dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob man das jetzt dafür gekriegt hat, dass man das geschafft hat. Oder ob es so ist, dass man das auswählen kann und dass man das kriegt, wenn man das, was da steht, erreicht. Ah, okay. Kann beides sein. Das zweite fände ich cooler, würde ich sagen. Ja, dann versuche einfach 5 zu killen und gut ist. Man kann übrigens auch die Waffen hier ändern, ne? Ach, aber, ja, okay, alles klar. Wir wollten eigentlich einfach mal eine andere Map nehmen, die wir nicht jetzt in der ersten Runde gespielt haben. Wir wussten jetzt aber nicht, dass die erste Runde auch Haber war. Das ist, gut, ist halt so, wie es ist. Guckt ihr uns halt eben nochmal auf derselben Map zu. Gibt ja auch Schlimmeres, muss man jetzt ja auch mal so sagen. Ich meine, haben wir einen anderen Charakter, hey. Ja, wir sind nicht mehr Laura Croft. Richtig. Also Titten sind weg, jetzt sind's Haare. Ja. Auf dem Kopf. Und wir sind ein bisschen schwarz.
Kleines bisschen. Aber wir haben immer ein stylisches Piercing. Ein Augenpiercing. Ach komm! A drücken. Versuchen. Der holt dich. Nein, zurückkrabbeln. Nicht nach vorne. Wie mache ich das? Oscar kommt. Oscar kommt. Der rettet dich. Ich meine, ja. Oder auch nicht. Ah, nein. Er war zu dicht dran. Nein. Aber Oscar hat dich trotzdem gerecht. Sah das gerade nur so aus oder hat Oscar sich selbst gekillt? Weiß ich nicht. Was? Hä? Ist er weg? Okay. War ein Bug oder war das dann mit Absicht? Ich glaube, das war mit Absicht. Ich glaube, unten links war einer, ein Gegner. Also wenn du da jetzt... ist er. Ja, irgendwo habe ich da was gesehen. Da war doch gerade einer. Ja, er ist runtergelaufen. In den Gang da. Da sind sie alle. Ja, jetzt müsstest du die andere Waffe nehmen, weil die ist besser dafür. Ne, der gehört zu dir. Jawohl, einen hast du. Jo, nee, nur Assist. Aber ja, ist immerhin, egal. Immerhin, ne? Down ist down. So denn? Der kommt gleich rechts rum. Sag ich doch. Vorhersehbar. Nicht den gleichen Weg zurückgehen. Kommt der hoch? Kann man klettern? Ja, hinter dir. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Was machst du da? Ich will. Du verkackst. Ich wollte hinter die Ecke gehen. Aber der hat automatisch die Wände anvisiert. Ich wollte eigentlich springen. Weißt du, so hinter die Kiste springen. Ja. Das hat aber nicht so richtig funktioniert. Oh, noch kein Kill. Tja. Wir hoffen mal, dass die Teammates das jetzt machen. Immerhin ein Kill holen. Was haben wir denn? 2 gegen 5. Ja, also, wird schwer. Na gut, aber wenn man so guckt. Jetzt ist es 3 gegen 2 und wir spawnen wieder. Ach, die ist überhaupt gar nicht overpowered, die Waffe. Nope. Was war das denn überhaupt? Das war schwer nach irgendwas Granatenmäßigem aus, ne? Ja, aber die können wir nicht auswählen, ne? Doch. Also weiß ich nicht. Wir können auf jeden Fall andere Waffen auswählen. Das können wir gleich mal testen. Ich glaube, das kann man aber nur direkt nach dem Neustart. Hier geht's zumindest. Ui. Nee, ich glaube, den kannst du da aufnehmen. Das ist dieser Boomshot, mit dem wir uns. Ja, genau. Hinter dir. Loser. Schieß doch einfach. Ja, Mann, ey. Ja, das wäre so ein Moment gewesen, wo ich mich einfach schreckhaft sowieso umgedreht hätte und drauf gefeuert. Ist egal, was da ist. Ja. Das hat ja, gut. So dann müssen das die Teammates wieder machen. Aber die machen das auch ganz gut. Oh, das muss der Ding gerade wieder zersägt, oder? Ja. Also auf jeden Fall, ich glaube, der Kill hat das nicht zum ersten Mal gespielt. Ah, warte. Shit, jetzt habe ich schon wieder vergessen, Waffe zu wechseln. Komm schon. Jawollo. Da ist er. Kill Nummer 1 und damit auch gleich den Sieg geholt. Jawoll. Der Jan kann's. All me. Der Jan kann's. Ne, weil guck mal, die haben nämlich 7 Kills und nur 2 und nur 3 Tode. Ah, also. Alles klar. So, die nächste Runde darf ich dann. Jetzt drück mal Y. Jetzt kannst du nämlich Lancer austauschen zu Hammer Burst oder. Oder Gnasher. Ja, also. Was auch immer Gnasher ist. Schieß doch mal. Eine Shotgun. hast du jetzt Gnasher? Ich hab jetzt Gnasher. Achso, ja, die hattest du auch schon vorher. Diese Hammerburst, wie auch immer die hieß, die hast du jetzt nicht ausgewählt, die hast du direkt wieder abgewählt. Da hast du ganz schön Schwein gehabt. Erneut. Okay, alles klar. Da wurde ich mal gnadenlos weggemacht. Richtig. Macht nichts passiert. Naja, also das ist auf jeden Fall der Dodgeball-Modus anscheinend. Wir haben da wieder einen, der leicht AFK ist. Jo. Ah, jetzt ist er da. Yes. Ja, vor allem ist das auch noch der letzte, der neben ist. Dann, auf jeden Fall kann man sagen, der Dodgeball-Modus ist auf jeden Fall... Ich will ja nichts sagen, was für eine kurze Runde anscheinend. Für mich. Jo. Ja. Ja, das ist vorbei. Oder was hast, was hast du zu dem Modus? Finde ich gar nicht so schlecht. Ich finde den auch relativ spannend, weil da geht es dann doch wirklich ein bisschen schneller zur Sache. Ich finde es aber auch cool, dass man, wenn es erstmal soweit ist, dass man coole Comebacks haben kann. So wie eben, ja, es war stimmt. Einer gegen 4 oder einer gegen 3, 4, irgendwie so.
Und es war halt einfach möglich, dass er zwei hintereinander gekillt hat. Die Gegner waren nur noch zu dritt. Nee, die waren dann noch zu zweit. Also muss es 1 gegen 4 gewesen sein. Und wir hatten dann auf einmal wieder 3 Spieler und dann war es wieder 3 gegen 2. Aber jetzt wird es schwer. Auch wieder 1 gegen 5 und das war's. Direkt. Ja. Schön den Kopf abgehauen. Aber es ist ja 1-1 und ich verstehe nicht ganz, warum es jetzt Best of 3 ist. Wenn wir vorher, als wir gejoint sind, war es doch 2-2. Ich glaube, da ist die ganze Runde neu gestartet. Glaube ich jedenfalls. Hm. Wir probieren auf jeden Fall mal jetzt mal die Hammer Burst. Mal sehen, was das ist. Wir verstecken uns auch mal gleich direkt hier, weil wir wollen gucken. Da kommt bestimmt gleich einer reingelaufen. Ne, meine Damen, macht da den Vorweg schon. Dann laufen wir mal hinterher. Die ist eigentlich ja ganz nice. Ist das diese Hammer Burst? Ist das jetzt? Dreischusswaffe? Ah ja, ja, deswegen auch Burst. Macht ja Sinn. Der ist tot. Du hast ein Assist übrig. Doch. Ja, stimmt, hast recht. Hast du aber nur ein 8er Assist übrig? Ich würde nachladen, weil du hast nur noch halbes Magazin. Na, ich wechsle sowieso jetzt auf die andere Waffe. Weil. Was ist die denn überhaupt? Ach, das ist die Pistole. Alles klar. Ach, das war's schon. Eine sehr kurze Runde Dodgeball. Na, so kurz war die gar nicht, glaube ich, oder? Ach, doch, eigentlich schon. Also so dermaßen war sie nicht so lange. Finde ich es eine ganz lustige Geschichte. Eine ganz gute Runde. Und jetzt spielen wir noch eine, aber warum? Es ist... Das weiß ich nicht. Macht für mich jetzt auch ehrlich gesagt keinen Sinn, wenn ich jetzt ehrlich bin. Weil wenn, dann müsste man eher sagen, okay, alles klar, wir belassen das jetzt bei der Runde, man gewinnt, dann ist gut. Tja, aber ja, dann spielen wir das halt noch eben weiter. Ja, das probieren wir noch ein bisschen aus und dann... Boah, das sind die einzigen beiden, die noch leben von den Gegnern. Und ja, jetzt lebt wieder ein Dritter. Oder? Müsste eigentlich. Boah, da ist er. Nee, du hast die, hast die Shotgun abgelegt. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich habe hier die Shotgun abgelegt. Für die Hummer Burst. Aber man kann das Loadout jetzt schon wechseln. Mhm. Das macht natürlich auch Sinn. Oder? Wenn du. Ja, ja, ach, kann man schon. Achso, alles klar. Die Lancer kann man gegen die Hammerburst austauschen, ja, und die Gnasher auch. Ja, machen wir unten beim Smoke. Nee, Smoke gegen nix. Achso. Habe ich gerade schon ausprobiert. Und nach oben gegen auch nix? Das war's. Diese Runde auch wieder gewonnen. Nein, oben ist auch nix. Ah, okay. Dann ist es jetzt doch Best of 5, würde ich sagen, ne? Ja, sieht ganz so noch aus, wenn wir jetzt 3-1 führen. Ja. Scheint wohl so. Die Runde haben nur wir gewonnen. Wir waren ganz alleine daran schuld, dass wir gewonnen haben. Natürlich. Nicht die anderen Teammates, die 13 Kills hatten oder sowas? Ja. Nein, das waren wir mit unserem einen Kill. Der eine entscheidende. Wir wollten es ja auch einfach nur mal zeigen, diese Runde Dodgeball, um zu sehen, okay, es gibt da noch ein zweites Spiel, was man spielen kann. Man muss nicht nur Team Deathmatch nehmen, man kann auch Dodgeball nehmen, was... doch sehr große Reize hat. Es macht schon Spaß. Und sowieso gehen wir schwer davon aus, dass es bei Release des Games mehr Game Modes geben wird als diese, ich glaube, 3 waren das. Können wir nochmal eben gucken. Da war, glaube ich, noch einer. Ja, der letzte ist der Co-op Team Deathmatch. Gegen Bots, würde ich sagen. Wahrscheinlich, ja, klar, Hardcore AI. Das müssen wir aber nicht testen, oder? Nee, das überlassen wir mal, weil... Die künstliche KI, die brauchen wir jetzt nicht. Nee. Das lassen wir. Ja, damit sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da. Von mir aus auch ein Abo. Kritik sind wir immer gerne für. Auch negative. Nicht gern gesehen, aber nehmen wir trotzdem. Alles klar.